Neuesten Nachrichten. Die Entscheidung ist nahe. Bleibt Friedel als Werder-Kapitän? Oder haben wir einen möglichen Ersatz? Sehen wir uns das jetzt an. Aber wenn Sie über die wichtigsten Nachrichten von Werder Bremen auf dem Laufenden bleiben möchten, abonnieren Sie gleich jetzt diesen Kanal. Es dauert nicht lange, bis wir 1.000 Grüne-Weiße sind. Wir alle sind Werder Bremen. Bleibt Marco Friedel weiterhin Kapitän des SV Werder Bremen? Ole Werner kündigte eine rechtzeitige Entscheidung an. Der Trend scheint jedoch klar. Kurz bevor wir letzten Samstag das Zillertal-Trainingsgelände verließen, Trainer Ole Werner hatte gegenüber Bild angekündigt, das werde ich nächste Woche mit der Mannschaft besprechen, nachdem sie ihren Job begonnen haben, bleibt neben dem Training auf dem Platz auch hinter den Kulissen viel Zeit zum Analysieren und Reden. Doch Werner hat bereits deutlich gemacht, dass er nicht die Absicht hat, den Kapitän zu wechseln. Ich habe nicht vor, große Veränderungen vorzunehmen, betonte der 35-Jährige. Im Gegensatz zu anderen Bundesliga-Standorten wird der Mannschaftskapitän bei Werder Bremen nicht vom Manager bestimmt. Werner lässt lieber die Mannschaft selbst entscheiden, was er letzten Sommer auch getan hat. Damals gewann Friedel die interne Abstimmung, was teilweise für öffentliches Erstaunen sorgte. Ebenso viele Fans waren damals für Stürmer Niklas Füllkrug. Doch so wurde Marco Friedel in der vergangenen Saison zum jüngsten Kapitän der Bundesliga. Doch der damals 24-Jährige hatte immer wieder mit sportlichen Problemen zu kämpfen. Kommunikationstechnisch überzeugte der Österreicher auf dem Feld nicht immer mit seinen Leistungen, weshalb nicht alle Spieler im Kader mit Friedel als Mannschaftskapitän zufrieden waren. Jetzt haben Profis die Chance, Ersatz zu finden. Und vielleicht ein Jahr später Niklas Füllkrug in eine zusätzliche Rolle stecken. Fast wie ein zusätzlicher Anstoß für eine mögliche Vertragsverlängerung. Doch Ole Werner wies bereits darauf hin, dass es bei Werder Bremen nur dann zu Neuwahlen kommen würde, wenn Marco Friedel den Verein verlassen würde. Im Zillertal hat Anthony Jung bereits angedeutet, dass er erwartet, dass der Defensivkollege noch eine weitere Amtszeit im Amt bleibt. Es liegt jetzt nicht in unserer Hand, die Position unseres derzeitigen Kapitäns anzufechten, erklärte der Verteidiger. Ich denke, das würde auch für Unruhe sorgen. Und du Fan von Werder Bremen? Gefällt Ihnen Friedel als Kapitän? Oder hättet ihr noch andere Vorschläge? Sag es uns in den Kommentaren. Ihre Meinung ist sehr wichtig. Wir sehen uns im nächsten Video.